Sehr verehrter Herr Heldau, wir sitzen hier in Ihrem wunderschönen Garten. Wir blicken auf eine sehr lange Zeit bei den Salzburger Festspielen in Ihrer Karriere zurück. Wenn Sie heute an Salzburg denken, was war Ihr bewegendstes, schönstes Salzburg-Erlebnis? Ich habe zwei solche Erlebnisse. Das erste war ich als Schauspielschüler im letzten Jahr des Seminars der Don Giovanni von Furtwängler in der Felsenreitschule. Nie daran gedacht, dass ich je dort sein werde. Das war weder Bescheidenheit noch Großsucht, sondern es war einfach schön und es hat mir genügt. Und das zweite Mal war dann großer Sprung mit Giorgio Strehla in der Felsenreitschule, die Königsdramen von Shakespeare. Und das war ein bisschen so, da haben mir viele Leute gesagt, ja, so vergleichbar war das, wie das Ganze begonnen hat, mit Reinhard und Hofmannsthal etc. etc. Und das war natürlich, das hat mich schon sehr beeindruckt. Sie waren eng befreundet mit Helene Timmig, der Witwe von Max Reinhard. Sie haben bei ihr sogar im Reinhard-Seminar begonnen und Sie wurden von ihr unterrichtet. Wie hat denn die Witwe Max Reinhards nach dem Krieg die Salzburger Festspiele empfunden? Sie war neugierig. Sie war neugierig, wie das überhaupt weitergehen kann. Sie war natürlich fest davon überzeugt, dass die Erfindung der Salzburger Festspiele, Reinhard Hofmannsthal, Richard Strauss, ein Goldklumpen ist, diese Erfindung. Aber es war ihr natürlich klar, wenn sich das nicht in einen Wandel begibt mit jeweils guten Akteuren, dann wird es schlecht sein. Und ich finde, dass im Moment die Akteure, sprich, man muss da ja immer Namen nennen, die Gabel Stadler und der Markus Hinterhäuser, sind schon sehr, sehr gute Personen. Was war denn Ihr spezieller Lieblingsjedermann? Sie haben Anfang der 60er Jahre den guten Gesellen gespielt, Sie sind mit Walter Reier auf der Bühne gestanden. Welcher der Jedermänner war denn Ihnen, Ihrem Herzen am nächsten von der Darstellungskunst her? Also drei darf man nennen. Mit dem habe ich gespielt. Ja. Das war der Walter Reier. Nach den vielen, die ich so ausschnittweise gesehen habe im Fernsehen, ist es der Idealfall Simonischek und ein sehr interessanter, aber schon sehr interessant, der Ovčarek. Wenn Sie heute auf den Festspielparcours, auf den roten Teppich vor dem Festspielhaus schauen, wo natürlich auch das Motto sehen und gesehen werden oder der olympische Gedanke, man muss dabei sein, Festspielteilnahme ist auch Teil eines gewissen Lifestyles und das ein Prestigeobjekt innerhalb einer gewissen Elite. Wird dadurch der Grundgedanke von Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss ein bisschen geschändet, ist jetzt vielleicht ein hartes Verb? Er wird schon sehr breit ausgelegt, muss ich sagen. Nein, es ist, wenn man das so sieht, so, das sind ja Blitze, die man da sieht, kriegt man je nach Tagesverfassung, lacht man oder an einem nicht so guten Tag kriegt man die Gänsehaut. Ich danke sehr herzlich, vielen, vielen Dank.